Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ganz komisch, bei OBS steht jetzt gerade willkommen im Chat, ich bin aber nicht live. Warum auch immer. Ja, aber ja, wir haben in der letzten Folge einen Auftrag bekommen. Wir müssen hier in der Astral Lounge für Zwietracht sehen. Und müssen aber auch vorher zwei Slates lesen. Ich glaube, ich lese die jetzt mal. Nein, nicht hier. Hier waren die doch irgendwo. Unter Notizen wahrscheinlich. Nee, nicht das. Die Palan, die muss analysieren. Ah, ja, stimmt, da hatten wir auch noch Slates bekommen. Hab ich total vergessen. Dossier Arthur Cruz. Nennenswerte Beziehungen, keine Self. Kein Safe-Man mehr. Persönlichkeit charismatisch, freundlich und umgänglich. Pedant in Sachen Fakten und Details. Versessen auf Credits und Aufbesserung seiner Konten. Finanzielle Sicherheit ist alles. Argumente, Infinity-Profite sind gefälscht. Eine Wirtschaftsprüfung würde sie ruinieren. Ryujin's Profite sind 25,7% höher. Ryujin hat bessere Produkte. Infinity's Marketing und Rechtsteam kann mit Ryujin nicht mithalten. Ryujin Industries bietet finanzielle Sicherheit. Dossier Zola Adisa. Dahlia Adisa, Mutter, pensionierte CFO, Inception Technologies. Imani Adisa, Schwester, Öffentlichkeitsarbeit, Centauri Mills. Persönlichkeit, Narzisstin, besessen davon, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Weiß professionelles Auftreten und Aussehen zu schätzen. Innovationsgetrieben, ist gerne Teil von etwas Neuem. Qualität ist entscheidend. Mit allem anderen will sie nichts zu tun haben. Argumente, Infinity Ltd. ist die Billigversion von Ryujin Industries. In Sachen Innovation folgt Infinity nur und führt nicht. Infinity mangelt es an einer klaren Vision und Neuaufstellung. Bei Gelegenheit Quantum Synergies loben. Dr. Wynn, Notfallslate? Er ist frei. Der Terrormorph ist frei. Ach so. Wir können ihn nicht stoppen. Als wir das neuronale Steuerinterface zünden wollten, ist er total ausgeflippt. Hat die Sicherheitskammer zerfetzt, als wäre sie aus Papier. In nur einer Minute hat er Michaelson, Korb und Sumatri getötet. Ja, keine Ahnung, wo er sich jetzt befindet. Achso, das waren nur die beiden. Okay. Ein Sicherheitsteam ist hinterher, aber naja, viel Glück auch. Sobald ich weiß, dass es sicher ist, ja, kann das jetzt mal aufhören? Und rufe die Kavallerie. Hier spricht Hayden Wynn, leitender Xenobiologe. Es auch meine Eltern hören und Zahnmedizin. Clover von Heldcorp ist viel zu gut für Neon. Ich glaube, sie will jemandem helfen oder so. Ich habe ehrlich gesagt nicht richtig zugehört. Ich bin schon so weit weg von der und. Aber neue Aktivität freigeschaltet, okay. Quatsch mich nicht an, kein Interesse. Ich hatte auch nicht vor, dich anzuquatschen, ja? Du hast nicht mal einen Namen. So. Mal gucken, wie wir das jetzt meistern. Ist aber eher so wirklich weniger spannend hier, Ryujin. Also, beziehungsweise eher weniger... Hallo. Hi, ich wollte hier einfach durch, ja? Weniger actionlastig. So, dann sind wir jetzt oben. Wo müssen wir lang? Ach, unten müssen auch einmal jemand was machen. Warte mal. Tanzfläche, gehen wir nochmal runter. Ah, da müssen wir noch mit jemandem quatschen. Okay. Dieses Aurora-Zeug. So, das ist die Zola Adisa. Was war nochmal bei ihr? Notizen. Dossier Zola Adisa. Narzisstin. Also Infinity Ltd. ist die Billigversion von Ryujin Industries. Okay, habe ich mir einmal nochmal schnell durchgelesen. Oho, Kleider machen Leute. Bist du geschäftlich hier oder zum Vergnügen? Natürlich geschäftlich. Das merkt man schon an deinem Anzug. Macht wirklich Eindruck. Ah, danke schön. So gut wie wir ist in unseren Meetings sonst wohl niemand gekleidet. Ich nehme an, du bist wegen Ryujin hier. Da will dich aber jemand beeindrucken, wenn du in der Astral Lounge bist. Für wen arbeitest du? Ryujin Industries. Gut geraten, nachdem wir in Neon sind, aber nein.
Infinity LTD. Ah, okay. Überzeugen, ein Deal mit Infinity LTD? Das klingt riskant. Riskant, sagst du? Warum das? Klär mich auf. Infinity LTD ist nur ein billiger Abklatsch von Ryogen Industries. Quantum Synergies darf nicht mit dem Wort billig assoziiert werden. Ich dachte, unser Team hätte Infinity gründlich durchleuchtet. Aber jetzt kommen mir Zweifel. Infinity fehlt es aufgrund der ständigen Umstrukturierung an einer klaren Vision. Ihre Instabilität ist ein problematischer Punkt. Aber damit kommen wir klar, solange wir bei allen Projekten federführend sind. Umwälzungen bringen allerdings immer ganz eigene Probleme mit sich. Verzögerungen, Moral, Image. Und ob Drexler wirklich dauerhaft bestehen kann, muss er erst noch beweisen. Vielleicht ist das wirklich ein zu hohes Risiko für mich. Eine überraschende Unterhaltung, die ich nie von jemandem wie dir erwartet hätte. Hier gilt wohl die alte Redewendung, dass man nicht nach dem Äußeren urteilen soll. Jetzt muss ich wohl einiges neu überdenken. Der Vergnügungsteil meiner Reise muss also verschoben werden. Danke für die Information. Ja, okay. Und jetzt Arthur Cruz. Also ich gehe davon aus, dass er oben ist. Hier kommen wir nicht durch. Alter, ist die Musik laut gerade. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, ob ihr mich hört. Ich mache vielleicht einen kleinen Ticken leiser, das Spiel. So. Ah, und hier haben wir den. Arthur Cruz. Was war bei ihm nochmal? So, Dossier Arthur Cruz. Infinity-Profite sind gefälscht. Ryogens Profite sind 25,7% höher. Infinities Marketing- und Rechtsteam kann mit Ryogen nicht mithalten. Bayo hat all die Jahre über jede negative Entwicklung verhindert. Er ist Unternehmer durch und durch. Auf mich wirkst du selbst wie ein sehr erfolgreicher Unternehmen. Nun, von jemandem, der so gut gekleidet ist, werte ich das mal als Kompliment. Du hast guten Geschmack oder gute Verbindungen, vielleicht sogar beides. Du arbeitest nicht zufällig für Infinity LTD, oder? Nein, ich würde auch nicht wollen, dass jemand das denkt. Du scheinst etwas gegen Infinity zu haben. Ich würde zu gerne hören, warum. Infinity's Profite sind fingiert. Eine Buchprobe wäre ihr Bankrott. Es braucht nur noch eine Untersuchung, dann gibt es einen gewaltigen Prozess. Ihre Bücher sind nicht sauber. Sie haben Probleme. Es ist blau markiert, was sie antworten muss. Okay. Das ist eine gewagte Behauptung. Da müsstest du schon über Insiderwissen zu ihrem Unternehmen verfügen. Es stimmt aber auch mit meinen eigenen Recherchen zu ihren Firmenfinanzen überein. Im Vergleich sind Ryogens Profite um 25,7% höher, trotz besserer Qualität. Oh, ich bin beeindruckt. Das passt zu den Insider-Details, die wir bekommen haben. Interessant. Ja. Hey, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und mit dir zu plaudern. Ja, mich auch. Komm aber in die WhatsApp-Gruppe. Ich glaube, ich muss mir noch mal einige Daten ansehen, bevor ich zu ihrer Präsentation gehe. Wir sehen uns. Und nächstes Mal machen wir vielleicht Geschäfte. Jo, gerne. Hier, 50.000 Credits. Komm in die WhatsApp-Gruppe, ja? Hier, wie heißt er nochmal? Cruz, Arthur Cruz. Tauschen Nina Harts Präsentation. Achso, geht's hier? Darf ich hier so einfach durch? Glotz nicht. Nee, ich wollte nur vorbei. So, wo muss ich hin? VIP Booth. Okay, hier bin ich verborgen. Hier. So, jetzt. Das würde hier passen. Das dann wahrscheinlich hier. Und dann das wahrscheinlich bei dem dahinter. Jein.
Nee, dann muss das hier wohl. Nee, das passt hier auch. Doch, hier würde das passen. Und das dann. Warte mal. Ich komme jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Hier würde das passen. Das wäre da. Ja, passt perfekt. So. Ausgetauscht. Schließen wir mal die Tür. Und gehen raus. Haben wir erledigt. Also, wir sind gut darin. Was auch immer wir hier mit Schabernack treiben. Ist jetzt nur die Frage, wie schwer wird das nachher noch? Aber groß unterwegs jetzt für Ryujin waren wir noch nicht. Also, da bin ich jetzt enttäuscht. Ich hätte jetzt auch gern ein bisschen mehr was von der Welt erfahren, hier. Jetzt machen wir aktuell nur gewisse Intrigen. Nur ein ruhiger Tag. Ist das zu viel verlangt? Du bist die Elite. Für dich nur das Allerbeste. Okay. Hier herrscht überall Werbung. Terrormorph-Angriffe sind in den besiedelten Systemen keine Seltenheit. Doch wie und warum sie auftreten, ist unklar. Der koloniale medizinische Dienst hält eine Trauerfeier für die Verwandten der Verstorbenen ab und bekundet sein tiefstes Mitgefühl. Okay. Also die Nachrichten erzählen da sehr viel von uns auf jeden Ich Fall. Ich glaube, ich habe, wie heißt das noch? Wo aber ich feiere das eigentlich wie voll hier mittlerweile in einem Bethesda-Spiel die Orte sind, die Siedlungen. In einem Bethesda-Spiel so voll. Das war bisher noch in keinem so der Fall. Ich feiere das tatsächlich. Und Starfield macht mich wirklich sehr neugierig, wie dann Elder Scrolls 6 sein wird. So. Hoffentlich hast du gute Neuigkeiten. War doch gar nicht so schlimm, oder? Kinderspiel, soziale Anlässe sind wirklich nicht so mein Ding. Interaktion gehört zum Job. Klar, das ist nicht für jeden was, aber sieh es mal so. Du hast da draußen das Sagen. Du bist der Boss. Wenn du unsere Informationen nutzt, werden sie es vermutlich gar nicht merken. Insgesamt nicht schlecht für deinen ersten großen Auftrag. Du hast dir sogar einen Bonus verdient, den Linden sehr gerne gewährt hat. Mit den Credits kann ich was anfangen. Wer ist Linden? Sag nicht, du hast das schon vergessen. Unser Finanzguru? Ein absolutes Zahlengenie. Und wenn du mal eine ehrliche Meinung zu irgendwas brauchst, frag Dem. Day ist gnadenlos ehrlich und gibt oft eine Meinung zu etwas ab, auch wenn man nicht gefragt hat. Gibt es oft Boni? Nur so oft, wie du eine Mission perfekt ausführst. Ah. Niemand beseitigt gerne ein Chaos. Das belastet mehrere Abteilungen. Deswegen sollten alle Einsätze sauber ablaufen. Okay, mit den Crash kann ich auf jeden Fall was anfangen. Ich empfehle etwas Unterhaltsames oder Nigelnagelneues. Man weiß nie, wann das Leben sich ändert. Vor allem in dieser Branche. Aber bei Ryujin gibt es immer etwas zu tun. Wir haben reichlich unerledigte Aufträge und es kommen laufend neue rein. Hoffentlich bist du startklar. Das wird wenigstens mal eine kleine Abwechslung vom Üblichen.
Ah, hoffentlich, endlich. 10.000 Credits habe ich bekommen. Ich habe aber gern mit Leuten zu tun. Ich habe doch gerade was, gut, je weniger ich mit Leuten zu tun habe, desto besser. Okay, was steht als nächstes auf dem Plan? Dein nächster Auftrag ist, einen Konkurrenten auf seinen Platz in der Geschäftswelt zu verweisen. Man könnte es Vergeltung nennen, aber das ist alles Ansichtssache. Hm? Hört sich für mich etwas übertrieben an. Ist das so was ähnliches wie mit der Keltkorb-Auftrag? Nicht ganz. Der Virus, den du in das Netzwerk von Keltkorb hochgeladen hast, war eine Warnung. Er sollte ihre Produktivität etwas beeinträchtigen. Keltkorb hat die Effekte schweigend hingenommen, wobei sie sicher einige Kundenbeschwerden über sich ergehen lassen mussten. Dieses Mal wollen wir das Ziel im Auge der Öffentlichkeit fahrlässig wirken lassen. Hm? Was hat dieser Konkurrent angestellt, um Ryujin so sehr zu verärgern? Sagen wir einfach, wir tolerieren weder Diebstahl noch Verleumdung. Wer in diesem Geschäft etwas stiehlt, darf sich nicht erwischen lassen. Und wer unseren guten Namen beschmutzen will, muss mit einem Nachspiel rechnen. Hm, okay, immer her mit den Details. Die Außenwirkung ist für die meisten Firmen lebenswichtig. Vertrauen in die Produkte führt zu einem guten Ruf und das wiederum bringt Profit. Und Profit ist nun mal das Nonplusultra. Du sollst ein ARC-Gerät platzieren. Damit lassen wir unsere Konkurrenz fahrlässig erscheinen und ruinieren sie in der Öffentlichkeit. Hm. Fahrlässig klingt, als könnten Menschen verletzt werden. Was ist dieses ARC-Gerät? Wir sehen es als eine Art Multifunktionswerkzeug zum Umprogrammieren und Manipulieren. Das ARC greift auf Festverdrahtung zu und manipuliert den Fluss der übertragenen Informationen. Je nach Situation kann man damit alles Mögliche erreichen, aber alles führt letztendlich zu einer Betriebsstörung. Hm? Ist es eine Form von Sabotage? Du kannst es nennen, wie du willst, aber vor allem ist es dein nächster Auftrag. Hm. Weil es sie klingt, als könnten Menschen verletzt werden. Eigentlich ist mir das egal in Games. Ich versichere dir, dass wir so etwas nicht auf die leichte Schulter nehmen. Diese Aufträge gehören zu den wenigen, die Masako selbst absegnen muss. Und sie werden nur an unsere besten Agents vergeben. Du musst nur das ARC anbringen und dich dabei nicht erwischen lassen. Die Technikabteilung übernimmt den Rest und versucht dabei, den Schaden zu minimieren. Hm, okay. Reise hier in Hopetech. So, dann kann ich jetzt aber mein Outfit wieder anziehen. Ich hätte wirklich gern das Outfit, was die hat. Und das ist wahrscheinlich eher seltener, irgendwie aufzutreiben, zu organisieren. Aber mal gucken, vielleicht hat er jetzt mal wieder neue Outfits. Solche Neuro-Ems kriegst du sonst nirgendwo in der Stadt. Hast du was Neues? Hier, guck. Nee, Neues hat er jetzt nichts. Achso. Nee, nichts Neues. Das sieht aber auch an sich eigentlich nice aus, aber ist schwächer als das, was ich hier habe. Welches habe ich denn? Wohl Energie und EM und Korrosiv besser. Thermal bleibt gleich, aber luftbasiert und physischen Schaden schlechter. Schönen Tag noch. Ja, dann würde ich bei dem hier bleiben. So. Ganz genau, Ladenblend. New World's Goods. Wir haben. Hab gehört, bei Reliant Medical sind die Vorräte knapp. Wenn Doc Manning das nicht in den Griff kriegt, müssen sie am Ende zumachen. Sprich mit Doc Manning. Alter, wie viele Quests ich hier einfach so mal bekomme. Die einfach so aus dem Nix kommen. Okay, jetzt lädt es ein bisschen länger.
Ah, weil es jetzt hell ist. Wie viel Geld habe ich jetzt insgesamt? 59, fast 60.000 wieder? Okay. Können wir uns bald bestimmt ein gutes neues Schiff leisten? Obwohl ich auch schon gerne versuchen würde, mal ein Schiff zu kapern. Ich weiß jetzt, haben wir schon versucht gehabt, ein Schiff zu kapern? Ich habe Videos dazu angesehen gehabt, wie das funktionieren soll. Aber ob wir selber das gemacht haben, weiß ich nicht mehr, zumindest. So, abheben. Wir heben ab. Unser Raumschiff ist schon eigentlich ein kleines Monster. Muss man schon sagen. Umlaufbahn programmiert. Oh, sieh dir diesen Ausblick an. Ja, ist schon eigentlich nichts mehr Neues, der Ausblick. So, Valu. Geht's dahin jetzt? Ja. Kraftsprung, nice. Modulating, Spooling Drive. Grafsprung beendet. Du befindest dich im Freestyle Collector Form. Bitte Scan abwarten. Polvo-Valo-System. Scan abgeschlossen. Landefreigabe erteilt. Wo muss ich hin? Da. Landen wir da mal. Kommen wir schon mittlerweile überall einmal kurz hin, ne? Farbe. Check. Schubdüsen. Check. Landeplatz. Frei. Hauptdeck. Kann ich hier mein Schiff auch noch mal ein bisschen ausbauen? So. Verlassen. Ich muss ganz genau schauen, dass ich nicht aus Versehen auf Falsche drücke. Ich weiß noch, wo wir aus Versehen mal hier wieder abgehoben sind. Haupthang unentdeckt. Wo sind wir genau im Weltall? Also hier gibt's Nickel. Was ist das hier? Uran. Da oben gibt's Wasser und Argon. Okay. Also Navaki, Miata, Rax, Torum, Golga, Virum, Kindi, Lumos, Lumos Maxima, Kantra und Hilix. Fünf Planeten fliegen hier herum. Und das ist das Valo-System. Narion. Ah, okay. Hier das Nachbardings. Stimmt, da war ja was. Wir sind noch nicht mal wirklich weit gekommen, was das Spiel hier angeht. Wir sind bisher nur in den nahegelegenen Orten hier. Immer noch ganz links. Die leuchten, da waren wir schon überall. Tau Ceti. Hier dann Captain Stern. Captain Stern. Sakharov waren wir mal. Indum waren wir wahrscheinlich. Ja. Und Arane. Olympus. Ne, doch, Olympus waren wir schon. Warte mal. Was ist denn das hier?
Warnmahnens Stern. Den müssen wir nochmal uns ansehen. Das ist so ein kleiner Fleck. So. Aber hier kann ich eben noch schnell was verkaufen. So, verkaufen. Waffen. Genau, Lichtbogenschweißer haben wir. Mikrogun. Pacifier. Das Speer ist kalibriert. Equinox. Den Drum haben wir. Eon. Den habe ich jetzt nicht als Favorit. So, Anzüge. UC Antixeno, genau. So, Kleidung. Den will ich wieder loswerden. Werfbare Items, Hilfe. Giftgasmine brauchen wir nicht. Inferno-Mine brauchen wir auch nicht. Kontaktgranate. Behalten wir mal. Schrapnellgranate behalten wir auch mal. Splittermin nutze ich einfach gar nicht. Was? Splittergranate, okay. So, Hilfe. Nutzen wir nicht. Einzigartige Gegenstände habe ich jetzt verkauft. Was? Das brauchen wir nicht. Traumapack behalten wir. Yukos Café. So, Ressourcen. Behalten wir doch nochmal. Brauchen wir vielleicht. Die Dietrich, Ninas Präsentation. Behalten wir auch noch bei. So, gibt's hier... Ach, du bist der Schiffswartungstechniker. Warum bist du so gekleidet hier? Sollen wir was reparieren? Zeig mal, was du für Schiffe im Angebot hast. Sicher was dir gefällt. Vielleicht kriegen wir ein cooles, neues Schiff, großes. Den Dullahan. Okay, der sieht auch interessant aus. Kann sogar 6 Crewmitglieder mitschleppen. Aber Frachtkapazität nur 300. Den Ranger, den kennen wir. So, den Mustang. Den Thresher 2. Okay. Narcissus. Narcissus sieht auch cool aus. Sogar mit einem Seiteneingang. Nur 4 Crewmitglieder, okay. Dann Pterosaur. Okay, der sieht mega aus. 132.000. Ist Klasse B. Darf ich noch nicht fliegen? Shackleton. Ja, gut. Haben die andere okay, Items hier? So. Hier ist immer noch alles das gleiche. Hauptdeck Schubdüse. Achso, das ist Strukturen alles. So, Waffen. Alles Klasse A. Hier Vanguard natürlich. Immer Klasse C, Vanguard. Landebucht Hope 4. Das hier scheint eigentlich das Beste zu sein, was man kriegen kann. 720, also bisher. So. Brücke Overseer. Die sieht cool aus, aber auch nur für 2 Leute.
Ach, von denen sind die Armstrong-Dinger, okay. So, Antriebe. Haben auch alles das gleiche. Hier auch das gleiche Fahrwerk. Okay. So, Graf haben die hier. Auch genau das gleiche wie sonst immer. Wohnmodule. Haupt der Kajütenleiterrumpf. Warte mal. Haupt der Kajütenleiter und Lagerraum. Vom Aussehen her sind die Arrestzelle. Die Wohnmodule von Haupttech können individuell konfiguriert und abgestimmt werden. Gefechtsstation, Arrestzelle, Frachthalle, Computer. Frachthalle, Messe. Frachthalle. Kajütenleiter, Rumpf, Lagerraum, Rumpf. Okay. Die haben schon geile Dinger hier. Querstrebe. Wohnmodul, Querstrebe. Die Wohnmodul, okay. Und dann Kiel. Sonst gleiche Teile immer. Amundun. Und dann wieder Schilde. Da gibt schon geile Dinger. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen Geld beisammen hätte, würde ich hier noch mal gehen. So, da müssen wir jetzt aber rein. Ich hoffe, die bleiben danach erhalten. Bitte um Vergebung, aber ich bin etwas verzweifelt. Das funktioniert nie. Was? Adela verheim? Okay, Adela. Tief durchatmen. Oh Gott. Du siehst nicht so aus, als würde bei dir alles gut laufen. Oh, mir geht's prima. Spitze. Ich dachte, der Job als Frachter-Captain ist ätzend. Lange Flüge und öde Routen. Und jetzt werde ich bald hingerichtet. Bestenfalls. Ich bin auch Captain. Wir Captains müssen zusammenhalten. Für eine kleine Schädigung wäre ich bereit, zu helfen. Im Moment bin ich ziemlich... Ja, komm, ich bin auch Captain. Du bist die Antwort auf meine Gebete. Ehrlich. Also, ich fliege für eine kleine Spedition, eine Rostlaube, die Markup. Bin da ganz neu. Wir transportieren langweiligen Kram wie Aktuatoren, Pflanzgüter, Mineralien. Ist dir schon mal ein langweiliger Routinejob um die Ohren geflogen? Etwas so schiefgegangen? Nee, bei mir gibt's sowas nicht, nie. Viele Leute benutzen Leute wie uns nur und scheren sich kein bisschen um uns. Ich trage solche Momente gerne als Chance. Das ist keine Hilfe. Ich wurde der Markup gerade erst zugewiesen. Und der erste Auftrag? Stahlschlacke. Sobald ich aus Neon weg war und gescannt wurde, wurde es, wild. Spacer, Freestar Security, alles. Alle wollten, dass ich anhalte und die Schmuggelware rausrücke. Manche haben einfach gefeuert. Ich also aus dem System weg, die Fracht abgeworfen und jetzt bin ich auf der Flucht. Und was hat das Ganze mit mir zu tun? Dazu komme ich gerade. Sorry. Es ist gerade ein Tracker gelandet. Der ist sicher hinter mir her. Aber es kennt zwar jeder das Schiff, aber meine Infos sind noch nicht in der Datenbank. Sie haben nur meine Nachnamen. Fahim. Wenn du also im Pitstop sagst, du bist Captain Fahim von der Markup, kannst du dich vielleicht um den Tracker kümmern? Und warum sollte ich das tun? Hey, ich transportiere nur, naja... Müll. Aber du,
Du bist bewaffnet und siehst... naja, super aus. Hilf oh, danke. Doch einem armen Schlucker. Schluckerin. Und Credits. Die Credits habe ich erwähnt, oder? Da antworte ich mal nicht drauf. Wie kommt es, dass sie nur wissen, wie du heißt? Die Firma ist... naja, eine Katastrophe. Wundert mich, dass sie überhaupt meinen Namen haben. Hat endlich mal was Gutes, für den Laden zu arbeiten. Und wie soll ich mit diesem Tracker verfahren? Keine Ahnung. Ich will nicht, dass jemandem was passiert, aber wenn es sein muss... Und ein Tracker? Ein Mitglied der Tracker-Allianz. Du weißt schon, Kopfgeldjäger, tot oder lebendig? Dann bin ich wohl Captain von Super! Vielleicht... Auf dieser Slate ist alles, was sie über mich wissen. Ist nicht viel. Er ist der mit dem Cowboy-Hut. Sei bitte vorsichtig. Und danke. Aber erstmal mache ich das hier. Ron Hope ist das Beste, was uns je passiert ist. Ich will keine Beschwerden hören. Ron Hope. Sehr, sehr einfallsreich. So. So, Hope Tech. Ich gehe hier einfach mal durch. Darf ich anscheinend, ne? Ich warte nur auf die Kreditgenehmigung. Blöde Bürokratie. Ja, Bürokratie, das kann wirklich Ewigkeiten dauern. Da hinten muss ich hin. Behalt deine Wertsachen im Auge. Wer sein Zeug nicht beschützen kann, ist hier falsch. Wie komme ich denn da hin? Wo muss ich lang? Jetzt muss ich erstmal suchen, toll. Okay, gut, dann. Hier geht's um WCs. Na, jetzt sonst. Da ist eine Tür. Und ich darf hier einfach so reinmarschieren oder was? Interessant. Bitte seien Sie vorsichtig. In diesem Gebiet sind schwere Geräte aktiv. So, wir müssen auch nach oben. Also gehen wir mal hier hoch. Okay, es geht noch höher. Das ist auch ein cooles Schiff, muss ich sagen. Ich komme hier nicht runter, ne? Nein, zu hoch. Komme ich hier einfach so rein? Wo muss ich hin, um da reinzukommen? Autsch. Okay, wo ist der Eingang? Wahrscheinlich ist hier irgendwo was auf. Ah, hier. Die bauen das Schiff also noch. Okay. Aber ist schon fast fertig. Ich kann hier aber auch nicht einfach so wahllos überall rein. Will ich hier mich mal umsehen? Ah, okay. Es wäre vollkommen egal, ob ich jetzt den oder den hier genommen hätte. Nein, jetzt sieht die mich. Ja. Nicht sein Ernst. Ja,
da ist noch zu viel Grün dran. Warte mal, jetzt aber. Jetzt. Und wieder einfach zurück? Ernsthaft? So wenig? Ja, okay. Enttäuscht mich ein bisschen. Das enttäuscht mich wirklich ein bisschen hier. Aber okay, dann... Ja, aber irgendwie die Ryujin-Aufträge, die packen mich nicht so wirklich. Würde ich vielleicht irgendwie wirklich die eine oder andere Nebenquest eher mehr machen? Fremde bedeuten grundsätzlich nie etwas Gutes. Okay. Die hat was gegen Fremde. Ja, so. Was? Warte mal, dann machen wir jetzt eben einmal ganz gut die Beute des Captains. Das hier einmal. Da muss ich hin. Pitstop. So, der Cowboy-Hut. Gut, quatschen wir den mal an. Ernesto! Bist du auch neu in der Stadt, so wie ich? Siehst so aus. Wie heißt du, hm? Ich lade dich auf einen Drink ein. Captain Fahim, schön dich kennenzulernen. Den Drink nehme ich gerne. Fahim, ha? Huh? Bist du mit der Markup hergekommen? Hey, weißt du, was lustig ist? Ich bin ein Tracker. Und wegen deinem Kopfgeld hier. Es gibt zwei Optionen, wie das laufen kann. Du bist doch kein übler Kerl, das sehe ich. Ich habe nichts getan, belassen wir es dabei. Du hast mich erwischt, das überrascht mich. Können wir uns nicht irgendwie einig werden? Willst du mich hier an Ort und Stelle erschießen? Ein Kopfgeld? Warum ich? Laut Kopfgeld hast du Medikamente gestohlen, die für Waisenkinder gedacht waren oder so. Ich kriege einen Bonus, wenn ich die Sachen abliefere. Sind vermutlich auf der Markup. Wirst du mich hier an Ort und Stelle erschießen? Ein wenig Farbe wäre hier doch nicht verkehrt. Oder du ergibst dich, ich betäube dich, liefere dich ab, die töten dich. Die Option wählt nie jemand. Du bist doch kein übler Kerl, das sehe ich. Du hast dich nicht aus Neon rausgeballert, Fahim? Das Kopfgeld ist verdammt klar. Aber irgendwas kommt mir komisch vor. Ich weiß nicht was. Überzeugen, Adela und Kopfgeld passen einfach nicht zusammen. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht nicht. Ich überzeuge den mal. Welcher Wohltätigkeitsverband benötigt tonnenweise Stahlschlacke? Du siehst doch wie ein Mann von Ehre aus. Du willst keine Unschuldigen töten. Das höre ich öfters. Was? Okay, ich verhafte dich nicht. Aber dann macht es eben jemand anders. Was du auch transportiert hast, du musst es zurückgeben. Der nächste Tracker ist sicher nicht so anständig wie ich. Danke für den Rat, aber ich brauche deine Hilfe nicht. In Wahrheit heiße ich Maxeus und ich habe die Fracht nicht. So, ne, danke für den Rat. Wie du willst. Aber du solltest deine Lebensversicherung erhöhen. Ein Drink noch, dann ist Liftoff. Okay, gehen wir mal zu Adela zurück. Ich hoffe, die können wir vielleicht... Ich will eigentlich schon meine Crew hier stark erhöhen. So. Hier quatschen wir mal mit der. Mir ist schlecht. Ich habe den Tracker überredet, dich nicht weiter zu verfolgen. Endlich kann ich wieder durchatmen. Ach, danke. Man wird dich nur in Ruhe lassen, wenn du die Fracht zurückgibst. Du hast recht. Ich sehe mal, was ich tun kann. Du hast mir das Leben gerettet. Hier, für dich. 3300 Credits. Nice. Okay, und bald sind wir schon die nächste Stufe.
So, was ist das jetzt? Ach, wieder Ryujin. Okay. Wieder für Ryujin. Dann wollen wir jetzt wieder zu... Wie hieß sie? Imogen. So, ich will aber auch schon irgendwie öfters mal neue Planeten erkunden und so weiter. Aber wir werden auch zusehen, dass wir hier ein richtiges Netzwerk aufbauen, was Ressourcenabbau angeht. Wir heben ab. Und ich wäre auch dafür, dass wir schon einiges an Dingens hier an Frachttransport oder so weiter organisieren. Und jetzt sind wir im stabilen Orbit. Was ist das denn? Station Polvo. Aber gut, wir wollen wieder zurück nach Voli. Und komm, geh los. Ja, es geht los. Ja, gut, macht. Kostet so viel Zeit, das mit den... Fertig. Ja, danke schön. Ich möchte jetzt aber landen. So. Damit wir die Quest dann auch zumindest mal abgegeben haben, erledigt haben. Und dann würde ich vielleicht, wenn wir das mit Ryujin abgeschlossen haben, vielleicht doch nochmal zurück zur Constellation, da die Quests weitermachen. Die Richtung. Ich frage mich, wie lange geht das noch so weiter mit Ryujin? Hat das überhaupt eine Story hier, diese Dingens? Oder sind das einfach nur irgendwelche Aufträge, die man so macht? So Aufgaben, Aufträge, die sich wiederholen. So, Imogen, wo bist du? So. Hallo. Hallo. Hast du ein Update für mich? Ja, habe ich. Warum guckst du mich nicht an? Ich habe das Arc-Gerät platziert. Dieser Konkurrent ist bereit für eine Hard-Lektion. Ist erledigt. Kommt mir aber immer noch etwas extrem vor. Und was passiert jetzt? Na, komm. Gute Arbeit. Dann wird Masako die Abendnachrichten heute besonders erfreulich finden. Also, weiter im Programm, was? Bevor ich's vergesse, wir haben nice. Die Resultate deines Ausflugs in die Astral Lounge. Es sind gute Nachrichten. Der Deal ist gescheitert. Masako war sehr zufrieden und hat Linden angewiesen, dir einen Bonus zu geben. Offenbar hast du bei Arthur genau ins Schwarze getroffen. Quantum Synergies hat sich sogar an uns gewendet, um einen möglichen Deal zu besprechen. Ich habe doch gesagt, dass ich diesen Laden eines Tages schmeißen werde. Woher wusste ich, dass du das sagen würdest? Du hast noch einen langen Weg vor dir, also lass uns im Hier und Jetzt bleiben. Sieh deinen nächsten Auftrag als einen weiteren Schritt auf deinem Weg zu wahrer Größe. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir gut über die Konkurrenz informiert sein. Der nächste Auftrag erfordert etwas härtere Mittel, da sie solche Informationen eher nicht freiwillig herausrücken werden. Okay. Lass mich raten. Härtere Mittel heißt, wir bestehlen sie? Nein, du bestiehlst sie. Vergiss nicht, wenn du erwischt wirst, wird Ryujin jegliche Beteiligung abstreiten. So, ist Ryujin denn nicht aus eigenen Kräften schon innovativ genug? Warum sollten wir nur einen Schritt voraus sein, wenn wir die Konkurrenz auch meilenweit zurücklassen könnten? Wir entwerfen aufgrund ihrer Pläne ein besseres Produkt
und gehen damit zuerst auf den Markt. So sparen wir Entwicklungskosten und machen von Anfang an Profit, während die Konkurrenz ihr Produkt womöglich komplett aufgeben muss. Wir müssen tun, was immer nötig ist, um Branchenführer zu bleiben. Ich habe ein Unternehmen sabotiert, das uns bestohlen hat. Klassischer Fall von Heuchelei. Immer her mit den Details. Gut. Außer den üblichen gibt es nicht viel zu sagen. Dein Ziel ist ein Bauplan für den Prototyp eines neuen Motors von Trident Luxury Lines. Gerüchten zufolge könnte der Motor 17% effizienter sein als jeder andere, der aktuell auf dem Markt ist. Der aktuelle Bauplan wurde für die Prototypenfertigung an die Sternwerft geschickt. Er ist vielleicht im Bürobereich oder der Fabrikhalle. Kannst du mir mehr über die Trident Sternwerft verraten? Die Sternenwerft dient als Fabrik- und Verkaufsfläche. Wenn du nicht auffallen willst, gibt dir das viele Möglichkeiten. Sie ist nicht weit, im Orbit von Aquila. Du wirst dein Schiff brauchen. Okay, die Leute von Trident werden kochen, wenn sie merken, dass die Baupläne verschwunden sind. Verstanden, Prototyp-Bauplan kommt sofort. Die Trident Luxury Sternwerft befindet sich im Orbit von Aquila im Cheyenne-System. Die Regeln sind die gleichen. Sei diskret, lass dich nicht erwischen. Bisher habe ich das gut gemeistert eigentlich. Level 17 haben wir jetzt geschafft. So, was können wir jetzt machen? So, vielleicht sozial überzeugen. Habe ich ja geschafft. Erhöht deine Erfolgschance, jemanden zu überreden? Gastronomie brauche ich nicht. Wir müssten eigentlich schon hier ein paar Sachen... Warte, was ist das denn? Wohlbefinden? Ach, stimmt, das haben wir schon so weit. Machen wir das hier. Den Skill haben wir jetzt auch gemeistert. Damit sind wir fertig. Okay, krass. So, okay, Gesundheit ist wieder voll. Störungen der Lieferkette im Cheyenne-System? Ich finde es aber auch schade, dass wir so wenig irgendwie Weltraumschlachten haben, also im Weltall gegen Schiffe und so weiter. Aber okay, wir werden unser Schiff noch richtig ordentlich ausbauen. Sobald wir auf Stufe C sind, also Rang 4 geschafft haben, damit wir Stufe C-Raumschiffe oder Klasse C-Raumschiffe fliegen können. Frank Rennick macht einen Wirbel, weil jemand seinen Roboter angesprüht hat. Haben uns auf der Station prächtig darüber amüsiert. Wer hat mich jetzt angequatscht? Alter, hier gibt es so viele Quests in dem Ort. Die Leute in Aquila City oder in Dings hier. In Atlantic City. New Atlantic City. New Atlantis. Kam ich gerade nicht drauf. Die labern mich nicht so voll mit diesen ganzen Quests. Hier gibt es richtig viele. So. Jetzt ist wieder hell. Aber ich würde sagen, die Quest bei der Trident Luxury Lines Sternenwerft, die machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.